Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Casual Cast. Ich bin der Letteratus und mit mir dabei ist es Rodan. Hallo, ich bin der Srordal. Ich begrüße euch auch ganz herzlich zu unserem nächsten Casual Cast. Wir sind auf der Karte Felder des Krieges. Das ist eine Zweispielerkarte, weswegen die Kontrahenten Terratech, Blau Zerg und Nobody, Protoss Grün, ganz genau wissen, wo der Gegner startet. Genau, also Felder des Krieges, Zweispielerkarte. Wichtig bei dieser Karte sind die zwei Xel'Naga-Türme. Ja. Da man damit die Goldechsen kontrollieren kann und die Hintereingänge der jeweiligen. Sagen wir mal, neben Natural, weil über diese Expansion kommt man an die Natural Expansion. Sie ist von der Natural Expansion nur über zerstörbare Felsen erreichbar, also gerne kann man hier gut Gegner, also seine Einheiten sammeln, das weghauen und dann so mitten an der Verteidigungslinie vorbei. Außerdem wichtig ist dieses hohe Gewächs hier an allen beiden Seiten und weil es mir gerade aufgefallen ist, nicht stören lassen, dass im Video hatte, so wie es aussieht, besser gesagt, der Spiel hatte, so wie es aussieht, ein paar Zuschauer, die hier hin und wieder was reinschreiben. Naja. Ja, also schöne Karte, schön klein, lässt auf den Rush vermuten, aber muss nicht unbedingt sein. Ja, so, wir sehen die ersten Bemühungen, wir gehen mal auf die APM-Zahl, die sehen, dass da im Durchschnitt der Zerg höher ist, aber der Protoss hat ordentlich Spitzenzeiten, also wahrscheinlich beide ungefähr gleich gut. Wir gucken uns als nächstes dann das Produktionstab an, weil wir da alles Wichtige schnell erkennen können. Und wir sehen auf beiden Seiten ein Standardbild erstmal. Ja, lässt auf ja, später Tech-Trees. Was heißt später Tech-Trees? Es ist, scheint wirklich erstmal ein solides Basis scheint sich jeder zu bauen. Und dann erst dann sich zu spezialisieren. Also es wird nicht gezielt auf eine Einheit gesetzt, die sofort im Spiel, früh im Spiel die Entscheidung bringen soll. Ja, also auf dem Berserker Rush kann man, denke ich mal, ja, wird hier nicht vorkommen, denke ich mal. Jetzt guck mal, ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, warum die Sonne hier die ganze Zeit noch in der generischen Basis rumkurft und da kommt ein Warp-In-Pylon. Ja. Also doch eine ziemlich festgelegte Anfangsstrategie. Auf jeden Fall ist der Ovi noch auf dem Weg und die Echse des Zerg kommt schon. Also Terratech schon am Echsen, was für den Zerg ja wichtig ist. Ja, also kommt relativ früh der Pylon da, der Kybernetik ja nicht mal steht und ja, die Warpgate-Technologie ist auch noch in weiter Ferne. Aber wahrscheinlich jetzt früher das Ding setzen und hoffen, dass er nicht entdeckt wird, als später zu kommen und mehr, dann wenn der Gegner schon seine ganze Basis anspäht. Auf jeden Fall scheint das ein früher Zerklingsbusch zu werden. Also er versucht jetzt hier, ich habe zwei Zerklinge, mal gucken, vielleicht ist ja noch nichts da. Ich habe zumindest mit meinem Overlord noch nichts gesehen. Vielleicht kann ich ja was kaputt machen oder wenigstens die Economy stören. Ihn irgendwie zurückwerfen wird sich Terratech denken. Also Rampe ist offen wie ein Jointer. Ja, das ist keine. Das ist aber, nee, das scheint noch wahrscheinlich eins zu werden. Aber der erste Berserker ist auf dem Weg, wird gerade gekronoboostet, also mit der Zeitschleife versehen. Der wird dann relativ früh da sein und was gegen die beiden Zerklinge unternehmen. Im Notfall, gegen so viele Zerklinge, wollte ich gerade sagen, kann man auch noch die Sonden einsetzen. Und da ist auch schon wieder eins dieser Kommentare. Ja, also. Dieser Kommentare, dies Kommentare ist kein. Also man sollte die Rampe schon zubauen oder verengen bei dem Protoss, um halt so einen Rush abzuwehren. Ja, das scheint aber auf jeden Fall jetzt zu werden, wenn man es hier sieht. Das scheint wirklich dem Gegner versuchen, einmal im Kreis herumzuleiten. Nur dann hätte er nur diese schmale Lücke zwischen den beiden Pylonen. Das heißt, der Gegner muss einmal hier so rum. Das heißt natürlich, kann er von ganz nah Fernkampfeinheiten, die dahinter stehen, beschossen werden. Und kann an diesen Engstellen von Berserkern gut aufgehalten werden. Aber gegen den Overlord bringt das natürlich recht wenig. Der ist zwar auch nicht sonderlich aggressiv, weil der so gesehen nicht angreifen kann, aber er späht halt alles aus. Ja, also man muss auch hier bei dieser Verengung aufpassen auf Banelinge, da die sonst ohne Probleme in die Basis kommen, wie ich gerade festgestellt habe. So. Auf jeden Fall, Cybernetic-Kern ist auf dem Weg. Okay, da ist wieder am Sprechen. Und das, ja. Auf jeden Fall ist die Wobta-Technologie, nicht der Cybernetic-Kern ist auf dem Weg, Entschuldigung, im Cybernetic-Kern ist die Wobta-Technologie auf dem Weg. Also scheint, ja, das war ja eigentlich klar, wenn man. Aber ja, Terratech hat auch schon den Pylon entdeckt, aber tut dagegen noch nichts. Er wird wahrscheinlich mit dem Overlord einfach nur dahin geflogen sein. Ja. Und hat ihn wahrscheinlich noch nicht so wirklich. Er hat ihn zwar mit Einheiten schon entdeckt, aber sagen wir mal noch nicht visuell für sich selber erfasst. Ja. Vielleicht noch eine kleine Besonderheit ist, dass der Zerg seine Echse ausbaut und nicht seine Mainbase. Ja, jetzt sehen wir es hier, die ist zum Bau geworden, im Gegensatz zur Mainbase, wobei es die Echse eigentlich schwieriger zu verteidigen ist. Deswegen ich es eigentlich fast nur gesehen habe, dass die Mainbase ausgebaut wird.
Und zwar vor den Echsen. Also es ist nichts Besonderes, dass meine Echse ausgebaut wird, aber einfach um mehr Sammler zu haben, also mehr Larven zu erschaffen. Aber das ist schon eine Besonderheit, das jetzt hier. Vielleicht ist er da erst drauf gekommen, kein Plan. Und da kommen die Warpgrade-Technologie ist jetzt erforscht. Ja, die sind bereit. Dann wird er wahrscheinlich gleich ranwarpen. Ja, denke ich auch mal. Da kommen sie auch schon. Jetzt hier schön hinter und natürlich jetzt erstmal auf die Königin. Die ist natürlich jetzt die, die am meisten Ärger macht. Da kommen auch schon die Zerglinge zurück. Die sollen was tun. Sogar ein paar Drohnen sind im Kampf verwickelt. Nun werde ich das sehen. Nee, momentan nicht. Ja, Berserker. Ja, wahrscheinlich. Gegen Berserker keine gute Idee. Ja, obwohl, kommt immer auf die Masse an. Ja, das stimmt. So, und aber ich würde eher auf Roaches setzen, anstatt auf Zerglinge. Ja, die könnten echt was helfen. Also Schaben, um im Deutschen zu bleiben, sind auf jeden Fall keine schlechte Idee. Aber jetzt kommen immer wieder Berserker ran, es gehen immer wieder viele Zerglinge down. Eine jetzt Königin kommt noch der Push hat sich von vorne. Gekostet. Jetzt kommt noch der Push von vorne mit dem, was er schon vorher hatte. Hat ja aber das Problem, Stachelgrill. Die gehen auf den Hetzer und ja, das war's mit dem. Auf der anderen Seite sind die Berserker jetzt im endlosen Kampf gegen die Drohnen verwickelt und schaffen es tatsächlich, sie zu besiegen. Zusammen mit der Verstärkung werden sie es auf jeden Fall schaffen, die Königin down zu hauen. Und mit dem gut gesetzten Schild hier kommen auch weder die Stachelkrabbler noch die Zerklinge rein. Deswegen hier in aller Ruhe alles niedergemäht werden kann. Ja. Was ja auch getan wird. Also das nenne ich mal Eco-Crash, also das Angreifen von Sammlern vom Feinsten. So, jetzt muss einer gucken, gegen den Mutalisten kann er nichts unternehmen. Es ist in der Zwischenzeit nämlich hier ein Schößling gebaut worden. Und kann er mit den Berserkern nichts unternehmen. Sein einziges ist jetzt hier noch so viel Schaden wie möglich zu machen oder sich zurückzuziehen. Aber da kann er nicht vor den Mutalisten entkommen und hat das leider nicht mehr geschafft. Ja, also der Zerg ist jetzt ganz klar benachteiligt von dem Einkommen her. Also jetzt ist er in der schlechteren Position, da auch jetzt Nobody schon die Goldex erschlossen hat. Ja, er hat es gerade erschlossen. Macht auch mittels der Zeitschärfe, also im Englischen im Chronoboost, immer wieder Sonden, die natürlich helfen sollen. So, auf der anderen Seite kommen jetzt die Mutalisten, die ihm gerade Terratech gerade den Hintern gerettet haben, angeflogen und an den Hetzern vorbei, die er richtigerweise gebaut hat, um sich gegen diese gegnerische Luftwaffe durchzusetzen. Ja, jetzt wird zurückgeschossen. Ja, auf jeden Fall, weil die Mutalisten kamen ja die Besonderheit, dass ihre Projektile mehrere, also bis zu 3 Ziele treffen. Und da ist natürlich gegen so viele Sammler ist das natürlich ordentlich was. Ja. So, da sieht man es auch vor allem, das Gaseinkommen jetzt stark durch diese Vorfälle zurückgeschraubt. Ja, aber den Großteil der Sonden retten können, jetzt mit den Hetzern, die Mutalisten vertrieben. Und wenn er jetzt Pech hat, und Nobody hat Glück, er fliegt genau in die Lücke durch. Ich glaube, er hat es nicht gesehen. Ja, Terratech hat es nicht gesehen, die Goldechse. Hat er nochmal Schwein gehabt. Jo. So, falscher Knopf. So, jetzt sind wir wieder hier. Gucken uns wieder das Produktionstab an. Und sehen auf der Seite des Protoss gerade keine Produktion. Der scheint aber jetzt gerade wieder mit mehreren Hetzern und Projektoren zu pushen. So, jetzt werden hier aber die Stachelkrabbler eingegraben am Aufgang. So, da sieht er jetzt, das kann er so nicht einfach abfangen. Deswegen geht er jetzt mit den Drohnen. Ja. Ich wollte schon wieder Sonden sagen, habe aber mich schon wieder abgewürgt gekriegt. Da hat er jetzt die angegriffen, so, die ziehen sich jetzt, ja, das ist so ein Stellungsspiel jetzt. Aber mal gucken, wer hier die Initiative hat, auf jeden Fall. Terratech, seine ganze Armee plus Drohnen im Kampf, so, greift jetzt an. Das Schild hält zwar einige der Projektile, schwächt sie ab, aber aufhalten kann es, sagen wir mal, jetzt Unheil nicht mehr, weil während die Hetzer mit den Drohnen beschäftigt sind, haben sie keine Zeit auf die Mutas zu schießen. Und wenn sie mit den Mutas beschäftigt sind, haben sie keine Zeit auf die Drohnen zu schießen. Und jetzt werden die Mutalisten ohne weiteres die Berserker aus der Base treiben. Und ich laber und laber und laber schon wieder und würge meinen Kollegen vollkommen ab. Ja, also Mutalisten, fiese Waffe gegen, ja, also in Massen wirklich gegen alles fast. Da sie einfach ultra schnell sind und auch die Bodeneinheiten angreifen können und auch Lufteinheiten, also ja, ich sehe vielleicht die Schwachstelle doch ganz ehrlich da drin, dass sie nur 120 Lebenspunkte haben. Ja. Trefferpunkte, ich war jetzt gerade ein bisschen mit der beschäftigt, was hier passiert, also die Mainbase wird angegriffen, das ist vielleicht nicht so klug, weil hier economy-mäßig also nichts mehr ist. Er kann ihn natürlich jetzt noch
Er hat zwar hier noch Mineralienvorkommen, auf die er zurückgreifen könnte, aber er konzentriert sich da nicht halt drauf. So, was macht er jetzt? Wo fliegt er jetzt hin? Oh, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ja, der Overlord hat die Expansion entdeckt. Die wird jetzt natürlich angegriffen. Da müssen jetzt die Hetzer eingreifen und ich weiß gar nicht, warum er sich von drei Hetzern zurückschweißen lässt. Und diese ehrwürdige Protostimme erinnert mich gerade daran, dass ich ja, mit der Sicht falsch war. So ziemlich lüge auf allem. Produziert werden auf der einen Seite weiter Hetzer, auf der anderen weiter Mutalisken und da scheint man zu Pleitprobleme zu haben. Denn man holt jetzt ordentlich Overlords ran. Ja. Ja, also Nobody muss jetzt aufpassen, weil er muss auch seine Mainbase irgendwie verteidigen, weil wenn die Pylone da abgerissen werden, dann sieht es schlecht aus, dann kann er nicht weiter pumpen. Und Nobody hat auch ziemlich viele Mineralien, das heißt, er müsste Produktionsstätten oder weiter techen, um dann schwere Einheiten zu bauen. So, das ist jetzt hier, man sieht es mit dem Zellenlagerturm, hat man wirklich eine gute Control, also wenn man das verteidigen möchte, das kriegt man gut hin. Aber jetzt geht er auf die Pylone, als hätte er dich gehört. Ja. Runter damit, da geht der Nächste. So. Und Nobody pusht jetzt wahrscheinlich, weil er denkt, gegen so viele, da kann ich nicht kämpfen, dann greife ich aber, wenn die alle unterwegs sind, dann sind die in seiner Basis und ich kann hier vielleicht alles niederreißen und das jetzt beenden. Ein Pylon hat es doch so gerade überstanden, aber ja, die Hetzer konnten hier richtig Schaden machen. Der starre Krabbler ist schon runter. Jetzt kämpft er gegen die Mutalisten, ob er das schafft. Jetzt kommen wieder, er nimmt immer die Drohnen dazu und ich glaube, das ist der Untergang, weil er jetzt wirklich immer alles, was er hat, dagegen schmeißt und es so immer wieder schafft. Ja, also Killer-Drohnen-Returns. Ja. Das ist schlimmer als Alien. So, und das ist jetzt dieser einzige Pylon, versorgt jetzt alle Produktionsgebäude und der wird down gehen und das war's dann mit den Produktionen. Er hat jetzt hier nur noch vier Hetzer. Ganz ehrlich, wenn er jetzt angreift, ist es vorbei. Er muss jetzt nicht nur seine Mutter, also wenn Terratech jetzt angreift, muss er nur seine Mutters nehmen und vielleicht noch ein paar Zusatzeinheiten und hier angreifen und es ist vorbei. Und das sollte er möglichst tun, bevor die Warp-Knoten fertig werden. Und jetzt bin ich mal still und gibt dir sogar Gelegenheit, sowas zu sagen und du schweigst einfach vor dich hin. Auf jeden Fall sehen wir jetzt hier, wie der Nexus gerade kaputt geschaut wird. Ja, wir also sehen, ich denke mal, er hat keine Produktionsstätten mehr und jetzt sollte das Spiel auch beendet sein. Und es sei denn, er schafft es noch, diese heranzuwappen, aber ja, Nobody schreibt das GG, denn hier ist ein Push gerade furchtbar fehlgeschlagen. Auf der anderen Seite gehen die Mutalisten volle Kanüle auf die Economy hier und das war's jetzt eigentlich. Und bevor die 15 Minuten, die wir gerade mal für die Videos zur Verfügung haben, bevor wir einen zweiten Teil rausmachen müssen, wobei es, hauen wir jetzt nochmal schnell eine Packung Informationen raus. Und zwar ganz einfach, wir haben neue Regeln eingeführt, was die Repress angeht. Wir laden nichts mehr von irgendwelchen Fallstationen runter, wie Rapid Share oder sowas. Das nächste ist nur noch ein Replay pro E-Mail. Leute, echt ey, ihr könnt uns nicht einfach 15 Replays schicken und hoffen, dass wir irgendeins nehmen. Und ich möchte auch nicht 15 E-Mails mit 15 Replays von euch bekommen. Ihr solltet uns schon euer Bestes schicken oder vielleicht, wenn ihr wollt, zwei eurer Besten, aber wirklich nicht mehr. Wenn wir die Auswahl für euch treffen, wir treffen ja schon eine Auswahl unter den Eingeschickten, was wir casten. Aber wenn wir jetzt euch noch, wenn ihr euch jetzt, uns jetzt einfach euren ganzen Replay-Ordner schickt, also, Leute, ich meine, nee, es schickt euch schon also, unser Bestes. Guckt es euch an vorher. Genau, also kleiner Tipp, guckt es euch an, am besten nicht sofort nach dem Geschehen da, weil sonst seid ihr noch voll in Rage, ja, ich habe gewonnen, sondern erst am nächsten Tag und wenn es euch dann noch gefällt, dann könnt ihr es uns schicken und das soll euch jetzt auch nicht entmutigen oder so, also ihr könnt uns noch weiter schicken. Nein, auf keinen Fall. Aber jetzt nicht in 15er Blöcken vorbeischicken einfach und hoffen, dass einer dabei ist. Nö, ansonsten kennt ihr ja, die steht immer noch alles, wie ihr uns ein Replay zuschicken kommt, das steht immer noch alles in der Videobeschreibung, ist wie immer dieser Link. Dahin, der euch alles erklärt und deswegen jetzt abonnieren, kommentieren, wieder schauen und reingehauen. Jo, haut rein.